Nachdem ich gelernt habe, wie man so einen Reis macht, fragt meine Familie jede Woche. Lassen Sie uns beginnen, indem wir drei Eier in einer Schüssel schlagen. Fügen Sie eine Prise Salz und etwas schwarzen Pfeffer hinzu. Gut mischen, bis glatt. In einer Pfanne mit einem Schuss Olivenöl erhitzen und die geschlagenen Eier eingießen. Braten, bis sie goldbraun sind und beiseite stellen. Jetzt lassen Sie uns die Garnelen vorbereiten. In eine andere Bratpfanne geben Sie 250 Gramm Garnelen und braten bis gebräunt. Dies wird das Gericht noch schmackhafter machen. Fügen Sie eine geriebene Karotte zu den Garnelen und gut mischen. Dann schneiden Sie die Spiegeleier in Stücke und kombinieren. Mit dem gekochten Reis fügen Sie die Mischung. Stellen Sie das Salz und Pfeffer nach Geschmack. Ein Hauch von Sesamöl wird diesen besonderen Geschmack geben. Gut umrühren, um alles zu kombinieren. Finish mit ein wenig Petersilie und gehackte Zwiebeln. Et voilà! Ein nahrhaftes und leckeres Gericht ist fertig. Und da ist es. Ein köstlicher Reis, der auf Ihrem Tisch Erfolg haben wird. Wenn Ihnen dieses Rezept gefallen hat, vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und unser Video anzusehen. Bon Appetit und bis zum nächsten Mal.